Also ihr habt mich gebeten, dass ich das, das Lied von Anthony oder Antoine oder was, ich weiß wie heißt, ich habe keinen Bock, die Namen von dem aus dem Mund rauszulassen. Und dann noch featuring Teddy Tetzler, also so dumm, ihr könnt mir jetzt auch einen normalen Namen ausdenken, ey. Wer macht seinen Künstlernamen so kompliziert, als wenn man einen Krampf kriegt in der Zunge? So dumm, ich hasse ihn richtig. Also beide. Ich werde jetzt mal das Video bewerten und ihr müsst wissen, ich werde es ganz neutral machen, so wie ich jedes Video judge mit meinem Know-how. Ich mache es immer neutral. Ich habe keinen Bock auf Stress, ich habe keinen Bock auf irgendwelche Complications, ich habe keinen Bock auf irgendeine Scheiße, die hier gleich abgehen kann. Du mit Drecksau, du Elende. Wer? Halt's Maul! Halt selber's Maul! Halt die Fresse! Los geht's! Also ich muss schon sagen, am Intro merke ich schon, dass also an der Melodie von der Gitarre wird es mich schon, also wirkt es mir, geht es hier so ein Gefühl hoch von eine Art Wirkreiz. Das spielt ein bisschen erlaubt. Jetzt hat die Stimme gerade eingestellt und ich denke einfach, du was ein Bastard, ich finde menschliche Zähne so abstoßend. Hey, Tone Engine. Ich skippe mal nach vorne, sonst muss ich mich übergeben. So, da haben wir einen Refrain angehört und da merke ich jetzt schon auch, irgendwo hat er es wahrscheinlich geklaut. Ich gehe mal nochmal ganz zurück und will mal kurz hören, was er davor gesagt hat, weil irgendwie macht es gerade keinen Sinn. Von der Intro-Gitarre rüber zum Refrain, also so dumm. Da hätte er sich mal überlegen können, eine Strophe davor zu schreiben. Das sind Momente, wo ich mich frage, was die Eltern eigentlich getrieben haben, als das Kind da einsam verloren rumgestanden ist. Sag mal, das Kind war total verblödet! Du siehst ja, was er für einen Scheiß produziert! Wünscht sich von Herzen ein Fee. Ich sag, bitte zum... Nichts geht über abgestandenen Kaffee. Nice. Jetzt wird gesagt, also ich kann jetzt mal ganz kurz ein Zwischenresümee ankündigen. Also hiermit ist angekündigt und jetzt würde ich gerne drüber reden. Also, und das ist, das müssen wir glauben, aus komplett neutralen Situationen raus. Also ich habe nichts gegen den Typen und ich habe auch nichts. Da ging mit Leuten Spaß haben, auf der Straße tanzen, da habe ich alles nichts dagegen. Gegen was ich was dagegen habe, ist, wenn Leute Spaß haben mit Freunden und dann angeben, dass sie Freunde haben und dann aber so tun, als wären sie immer gut drauf mit Freunden, obwohl ich aus persönlicher Ebene weiß, dass man auch mal schlecht drauf ist, auch ohne Freunde. Also erstens. Zweitens, rein von der Produktion her, alle, die mitgewirkt haben bei der Produktion musikalisch, können sich mit dem Kopf selber am Nacken packen und einfach mal sechsmal an die Wand hauen. Weil von der Produktion her ist so was von so eine Scheiße produziert worden, also kriegst du von mir einen ganz großen Fico. Also so ein Fico, einen gesetzlich abgesicherten Fico. Mehr Power. Ich muss gerade weggucken, weil es war so ein peinlicher Moment gerade, weil da haben sie probiert, musikalisch Emotionen zu erzeugen, indem sie sagen, lebt dein Leben, also genießt, also ich weiß nicht, wie es textlich war, ich fahre mal nochmal kurz zurück. Also das ist so was von künstlich erzeugt, dass man dann emotional wird. Ich weiß gar nicht, was das soll, ey. Ich weiß gar nicht, warum Leute so eine Scheiße abziehen, um dann irgendwie dann Klicks zu bekommen und so. Ich würde so eine Scheiße niemals machen. Obwohl ich auch musikalisch eine Begabung habe. Nur dein Leben genießt, egal ob Kohle oder nicht.
nicht zu kurz, Junge, tu das genießen, du Bitch. Tu dein Leben genießen, egal ob Kohle oder Regen. Also hat recht, du zehn genießen, ob du jetzt Geld hast oder nicht, scheiße. Leben ist zu kurz, Junge, tu das genießen. Ja, da hast du recht, da hast du recht, da hast du nicht. Tu dein Leben genießen. Ich weiß es, jetzt hast du ein paar Mal gezeigt. Du das genießt. Du hast es doch schon ein paar Mal gezeigt! Mein Resümee. Also wenn ich von 1 bis 10, also fangen wir an rein musikalisch, von 1 bis 10 gibt es für mich eine glatte 10. Und da ziehen wir ein paar Punkte ab. Da würde ich abziehen. Einmal 9 Punkte für die Produktion. Dann würde ich nochmal einen halben Punkt abziehen für die Idee, überhaupt so einen Scheißdreck zu machen. Dann haben wir 0,5 und dann würde ich nochmal richtig draufhauen und 3 Punkte abziehen. Da haben wir minus 3. Jetzt rein von Textlichkeit her. Antoine, man muss dir sagen, also hast du in der Grundschule oder in der Hauptschule, wo du warst, hast du da eigentlich auch mal überlegt, mitzumachen im Unterricht oder nicht? Sag mal, hast du da eigentlich gerade mal mitgemacht, nicht? Sag mal, hast du da eigentlich auch mal mitgemacht? So viel zum Text. Ob du da mal mitgemacht hast, kannst du mir beantworten. Kommentierst bitte drunter. Und der dritte Punkt ist rein von der Videooptik, von der Auslösung der Emotionen, wenn man das Video sieht. Also, muss ich sagen, da gab es einen Moment, und das Video geht knapp 4 Minuten oder über 4 Minuten sogar. Da gab es einen Moment, wo ich echt Glück gespürt habe. Und das war bei 3 Minuten 59. Da habe ich so ein starkes Gefühl von Freiheit und Glück empfunden, als es vorbei war. Also summa summarum kriegt es von mir minus 3. Und das meine ich neutral. Hey, weil ihr Bock habt, wieder Reaction-Videos von mir zu sehen, dann meldet euch unter Reaction. Ciao zusammen.